Zunächst einmal ein herzliches Grüß Gott, wie es in Bayern heißt, oder in Sanskrit Hari Om. Beides bedeutet ja so viel wie ich grüße das Göttliche, ich grüße das Göttliche in Ihnen. Die nächsten 40 Minuten, 45 Minuten stehen unter dem Thema die Früchte des Kundalini-Kriya-Yoga im täglichen Leben, also so wie es gelebt werden kann, im Berufsalltag, im Familienalltag und wie es dort, so Gott will, zu Früchten, zu Erleichterungen, zu Gesundheit, Wohlfühlen, harmonischerem Umgang mit unseren Lieben, friedvoller, gelassener, all diese Dinge, die sich einstellen können bei täglicher Übung möglichst. Ich kann die nächsten 40 Minuten den Ozean nicht in eine Tasse schöpfen, aber ich will versuchen, einen kurzen Überblick über dieses ganzheitliche, sehr alte Yoga-System zu geben. Mit den Früchten werde ich kurz auf 4, 5 Erfahrungen aus meiner 15-jährigen Praxis eingehen, werde Ihnen auf Ihre Fragen oder Anregungen hin Hinweise geben, wie Sie das wirklich nicht nur in dem wöchentlichen Yogakurs oder dem Yoga-Retreat praktizieren können, sondern so wie es Professor Sinha gedacht hat und auch selber sein Leben lang praktiziert hat, wirklich in den Alltag zu integrieren, um dort ganz gezielt auch täglich eine Hilfe zu sein. Dann wäre es der Professor Dr. Arun Kumar Sinha. Wir haben hier ein Bild von ihm. Er ist seit 2013 hat er seinen Körper verlassen. Sein ganzes Leben lang war er tätig als orthopädischer Chirurg, hat ein Krankenhaus in Patna geleitet. Seine Frau ist ebenfalls Ärztin, Gynäkologin, arbeitet nach wie vor in Patna in einem Krankenhaus und hat auch einen Lehrstuhl inne. Er hat 3 Kinder, 2 davon sind Ärzte, alle 3 haben Familien. Und das Yoga an sich hat er vermittelt bekommen, als er noch ein kleines Kind war, weil er war das jüngste Kind in seiner Familie. Seine Mutter war schon weit über 50 und er wurde dann schon im Kleinkindalter in die Obhut seines Lehrers gegeben, wo er die Praktiken und die Techniken gelernt hat. Ja, wie kam er dazu, das hier zu vermitteln? Im Rahmen eines medizinischen Austauschs war er 1999 hier ein halbes Jahr im Klinikum rechts der Isar, hat nebenbei beobachtet, dass hier schon unterschiedliche Richtungen an Yoga praktiziert werden, hat gesehen, dass es oft nur einzelne Teile draus sind und daraus hat sich der Wunsch entwickelt, das in der ganzheitlichen Form, wie er es kennengelernt hat, weiterzugeben.